Professor Christian Dohner-Schwake ist Facharzt für Kinderheilkunde, Intensivmediziner und Infektiologe. Und er leitet die Kinderintensivstation am Universitätsklinikum Essen. Und er ist uns jetzt per Telefon zugeschaltet. Hallo Herr Dohner, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Ich würde auch mit Ihnen kurz gern auf die aktuelle Lage blicken. Sie sind Kinderarzt, habe ich eben gesagt, und Sie haben selbst auch 4 Kinder. Wenn Sie sich angucken, wie die Lage in den Schulen ist, also offenbar greift bei weitem noch nicht überall eine regelmäßige Testung und die Infektionszahlen unter Kindern, so registriert es das Robert-Koch-Institut, steigen gerade so wie überall. Trotzdem, die Einschränkungen für Kinder dauern ja nun schon ziemlich lang an und es gibt gewichtige Gründe zu sagen, wir wollen die Schulen offen halten bzw. öffnen. Wie beurteilen Sie die Situation in den Schulen in Deutschland momentan, fachlich und privat? Erstmal habe ich ja ein bisschen Glück mit der Antwort, weil die Osterferien vor der Tür stehen und man sich so ein bisschen vielleicht rausreden kann. Aber mit den RKI-Zahlen, die wir derzeit haben und mit den Hinweisen, dass die Infektionen sich auch bei den Jüngeren und bei den Schulkindern deutlich vermehren, denke ich, wäre es schon wichtig und wäre es schon auch in der zurückliegenden Zeit wichtig gewesen, sich die Schulen genauer anzugucken. Und ich hätte es sinnvoll gefunden, die Schulen noch etwas geschlossen zu halten, vielleicht zu öffnen für die Abschlussklassen, also die, die Abitur machen, die in der 10. Klasse sind und Abschluss machen. Und dann wirklich jetzt, und das würde ich jetzt auch für die Zukunft so sehen, fände ich es extrem wichtig, wirklich ein vernünftiges Testkonzept zu erstellen und auch die Ressourcen bereitzustellen, damit, wenn die Osterferien vorbei sind und wir das von den Zahlen her verantworten können, dass man dann wieder in einen, sagen wir mal, sich steigernden Präsenzunterricht gehen kann mit einem guten Testkonzept. Das wäre das, was ich mir aus medizinischer Sicht wünschen würde. Aus privater Sicht natürlich. Meinen Kindern fällt die Decke auf den Kopf. Das ist so. Aber die halten das durch und das sehe ich auch im Großen und Ganzen bei vielen Freunden und vielen anderen Kindern. Sie leben und arbeiten in Nordrhein-Westfalen. Da gab es ziemlich viel Streit, weil es Kommunen gab, die wegen hoher Inzidenzen die Schulen schließen wollten. Das Land hat es ihnen dann aber verboten. Ganz grundsätzlich gesagt, rein wissenschaftlich gesehen, ist eine differenzierte regionale Betrachtung doch aber das, was epidemiologische und pädagogische Anforderungen am besten miteinander vereinbaren könnte, oder? Ich würde dem absolut zustimmen. Ich kann es auch nicht so richtig gut verstehen, weil ich schon empfinde, dass die regionalen Verantwortlichen eben genau das tun wollen, nämlich Verantwortung übernehmen für das, was bei denen vor Ort passiert, und fand es relativ weggewischt, die Sorgen, die die haben, und würde das eigentlich begrüßen, eine regionale Lösung möglich zu machen. Was Kinder im Infektionsgeschehen angeht, ist die Studienlage ja relativ klar. Mittlerweile gibt es darüber weitgehend wissenschaftlichen Konsens. Ich fasse mal ganz grob zusammen. Infektionen bei Kindern verlaufen oft asymptomatisch oder mit milden Symptomen. Und die Tendenz geht dahin, je jünger, desto weniger ganz grundsätzlich betroffen. Jetzt allerdings bei hoher Inzidenz ziehen die Zahlen auch bei den Jüngeren eben an. Wie ist das aus der praktischen ärztlichen Sicht, gerade auch im Zeitverlauf der Pandemie? Können Sie diese allgemeinen Erkenntnisse aus den Studien auch bestätigen? Ist das das, was Sie auch sehen? Ja, das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt definitiv das, was wir hier sehen. Wir sehen so gut wie keine schweren Verläufe von akuten Infektionen, auch nicht oder nur sehr, sehr selten bei gefährdeten Gruppen, bei Kindern mit einer Immunschwäche, mit onkologischen Grunderkrankungen oder auch mit strukturellen Lungenerkrankungen. Auch bei diesen Patienten ist es, Gott sei Dank, sind die akuten Infektionen durchaus eine Rarität weiterhin. Wir wollen heute über eine spezielle Problematik sprechen, über das PIMS, das PIMS-Syndrom. Das ist eine Abkürzung für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Darüber haben wir auch schon im vergangenen Frühjahr hier im Podcast gesprochen. Da hatte das noch keinen Namen, beziehungsweise dann kam ein anderer Name auf, MISC, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Es geht um ein seltenes, aber ernstzunehmendes Entzündungssyndrom in Zusammenhang mit einer SARS-2-Infektion. Wie viele Kinder haben Sie auf der Intensivstation in Essen schon behandelt mit diesem Syndrom? Also auf der Intensivstation haben wir so um die 10 Patienten behandelt. In der Gesamtklinik haben wir 19 Patienten behandelt. Das entspricht ungefähr dem, was in der Literatur und auch was mir Kollegen erzählen, dass so ungefähr die Hälfte dieser Patienten tatsächlich intensivmedizinische Betreuung benötigen und die andere Hälfte zwar auch krank ist, aber einen milderen Verlauf hat.
Wie alt sind die Betroffenen? Anfangs dieses Jahr seien vor allem kleinere Kinder betroffen. Ja, das kann man so jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Also ganz grob kann man sagen, dass Schulkinder betroffen sind, also Gruppe 5 bis 17. Natürlich gibt es auch immer wieder Ausnahmen und es gibt auch jüngere Kinder, die betroffen sind. Ich habe auch schon von einem, ja, bin ich selber gesehen, aber von einem 37-Jährigen gehört, von dem ich denke, dass er ziemlich sicher sowas hatte wie ein PIMS. Aber das gibt es ja in der Medizin immer wieder. Es gibt eben keine 100 oder nur sehr selten 100%, dass immer alles stimmt. Aber der absolute Löwenanteil liegt bei den 5- bis 17-Jährigen. Jetzt habe ich schon gesagt, dass das ein sehr seltenes Syndrom ist. Was genau passiert da für die, die auch noch nie davon gehört haben? Was für Symptome sehen Sie? Also wir sehen an allererster Stelle und eigentlich bei allen Patienten sehen wir Fieber, hohes Fieber und lange andauerndes Fieber. Dann sehen wir bei einer Vielzahl und auch relativ früh schon sogenannte gastrointestinale Beschwerden, also grob gesagt Bauchschmerzen. Aber nicht nur Bauchschmerzen, auch Durchfall, Erbrechen kann sein. Das ist bis zu 4/5 aller Patienten betrifft das. Und das ist zum Teil auch so schwer, dass diese Beschwerden sowas wie eine Blinddarmentzündung vortäuschen können. Und gelegentlich ist es auch so, dass der ein oder andere Patient mal operiert wird, weil man eben Sorge hat, dass der Blinddarm entzündet ist und dann feststellen muss, dass das gar nicht der Fall ist. Also wie gesagt, Fieber, Bauchschmerzen in vielen Fällen, dann kommt häufig ein Hautausschlag dazu und eine Bindehautentzündung der Augen ist auch ein häufiges Symptom. Und dann das eben, was die Erkrankung auch gefährlich macht, ist die Beteiligung des Herz-Kreislauf-Systems, was unterschiedlich sein kann. Zum einen kann das Herz selber beteiligt sein, wie so im Sinne einer Herzmuskelentzündung, was dann in einem schweren Fall dazu führen kann, dass das Herz nicht mehr oder nicht ohne medikamentöse Unterstützung ausreichend Blut in den Kreislauf pumpen kann. Mhm. Es kann aber auch zu so einer Schocksymptomatik führen, die dadurch hervorgerufen wird, dass Blutgefäße, kleinere Blutgefäße in der Muskulatur, im Unterhautfettgewebe sich weitstellt und durchlässig wird für Plasma, sodass zu wenig Blut und Blutbestandteile im Gefäßsystem sind und durch diese Schocksymptomatik die Gefahr besteht, dass eine Sauerstoffunterversorgung vorhanden ist. Das ist das, was das auch so gefährlich macht. Ich habe dann noch mal eine Frage zu schwere Verläufe von Covid-19. Sehen wir ja häufiger bei Männern. Es gibt ja auch eine Unterscheidung, ob das häufiger bei Jungen oder bei Mädchen ist? Gibt es tatsächlich. Das scheint auch konsistent in vielen Ländern so zu sein. Es sind häufiger Jungen betroffen. Ob das jetzt 60% Anteil der Jungen sind oder 2/3, das ist unterschiedlich, aber es ist schon so definitiv, dass Jungen häufiger betroffen sind. Ich habe jetzt schon vorhin gesagt, das tritt in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion auf, also SARS-2. Das ist aber mit deutlicher Verzögerung zu sehen, oder? Also es ist nicht so, dass ein Kind sich jetzt infiziert, zum Beispiel in der Schule oder wo auch immer, und dann diese Komplikation unmittelbar entwickelt. Genau, das ist ganz wichtig. Es ist keine akute Infektion. Es gibt zwar einige oder seltene Patienten, bei denen man zumindest mal das noch im Nasenrachenabstrich in niedriger Konzentration nachweisen kann, aber die akute Infektion ist eigentlich abgeschlossen und nach 4 bis 6 Wochen kommt es dann zu einer unspezifischen Reaktion des Immunsystems, dass die Antikörper, die sich gebildet haben, die eigentlich normalerweise sozusagen virusspezifisch sind, eben bei einigen Patienten eben nicht nur spezifisch für das Virus sind, sondern auch gegen sogenannte Wirtsantigene, also der Wirt ist in diesem Fall der Mensch, andockt und durch diese Verbindung dann zu einer Freisetzung von Entzündungsmediatoren kommt. Aber das ist sozusagen also erst mit einer Verzögerung von 4 bis 6 Wochen tritt das ein. Und diese Freisetzung der Entzündungsmediatoren, manche werden auch Zytokine genannt, das führt eben zu den Symptomen, zu dem Fieber, zu den Veränderungen der Gefäße, zu den Herzmuskelveränderungen, das, was ich gerade schon erklärt habe. Mhm. Und das bedeutet, dass wenn die Infektion zum Beispiel 6 Wochen zurückliegt und es ist nichts passiert, dass dann das Risiko, noch diese Erkrankung zu bekommen, null ist oder gleich null ist? Null würde ich nicht sagen, aber je länger die Infektion vorbei ist, umso geringer ist das Risiko schon. Also ich würde mal sagen, ich würde jetzt nicht die Grenze bei 6 Wochen legen, aber 8 bis 10 Wochen, wenn das vorbei ist,
ist mir zumindest nicht bekannt, dass dann noch ein deutlich erhöhtes Risiko besteht. Gibt es denn da einen Zusammenhang, soweit Sie wissen, zwischen der Frage, ob Kinder überhaupt symptomatisch an Covid-19 erkrankt waren, wenn vielleicht auch nur leicht? Also trifft es auch asymptomatisch infizierte Kinder, die gar nichts von der Infektion bemerkt haben? Das trifft es auf jeden Fall. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir sicher den einen oder anderen Patienten betreut haben, wo nicht nur der Patient, auch die ganze Familie letztendlich von einer Infektion gar nichts mitbekommen haben und dann ganz überrascht waren, dass die Antikörper positiv waren. Das heißt also, dass wir quasi den Nachweis erbracht haben, dass der Körper sich mit diesem Virus auseinandergesetzt haben muss. Christian, aus dem Studium kenne ich zumindest noch das Kawasaki-Syndrom und das wurde ja am Anfang immer damit verglichen mit der Erkrankung. Aber wenn ich mich recht erinnere, trifft das ja vor allen Dingen ganz kleine Kinder. Also das scheint ein Unterschied in der Altersverteilung zu sein. Und die Inzidenz hier ist ja ungefähr 9 von 100.000 unter 5 Jahren haben auch nach Infekten ein Kawasaki-Syndrom. Ist die Häufigkeit denn ähnlich wie das Kawasaki-Syndrom oder kann man das überhaupt sagen? Ja, da gibt es schon ein paar Daten zu. Also im deutschen Register werden auch echte, sozusagen in Anführungsstrichen echte Kawasaki-Fälle gesammelt. Und in der Zeit, seit wir dieses Register haben, das ist jetzt ja seit April, denke ich, letzten Jahres ungefähr, sind um die 60 echte Kawasaki-Fälle gemeldet worden und 245 PIMS-Fälle. Habe ich heute extra nochmal geguckt. Also es gibt schon eindeutig im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine Häufung von PIMS. Und so wie du das gerade schon gesagt hast, Sandra, ist es so, der Zusammenhang ist halt deswegen aufgekommen, weil viele Symptome dieser PIMS-Erkrankung eben ganz ähnlich sind, wie sie beim Kawasaki auftreten können. Aber eben Kawasaki ist ganz typischerweise eine Erkrankung des Kleinkindes und des PIMS eben nicht. Ist denn das Kawasaki-Syndrom eins, was Sie vorher hier auch viel beobachtet haben, vor der Pandemie? Nee, das ist eine sehr seltene Erkrankung. Wir sehen das gelegentlich, aber in einer ganz anderen Häufung, als wir das PIMS sehen. Ich muss vielleicht kurz noch erklären, weil Sie sich beide auch geduzt haben. Sie kennen sich. Frau Ziesek, Sie haben in Essen mal gearbeitet. Deswegen genau. Sind Sie nicht nur entfernte Kollegen, sondern auch Kollegen, die zusammengearbeitet haben. Jetzt ist ja gerade bei Kindern, bei kleineren Kindern so eine Diagnostik aber auch schwierig, Herr Dohner. Vor allem, wenn man keinen Verdacht hat, weil man eine Corona-Infektion gar nicht bemerkt hat. Und Sie haben gesagt, Fieber, Bauchschmerzen, das ist was, das kleine Kinder gern mal äußern. Auch wenn irgendwas komisch ist, das kann dann ganz was anderes sein. Bevor jetzt die Notaufnahmen voller besorgter Familien sitzen, was sind denn konkrete Indikatoren, die da zusammenkommen müssen, um überhaupt PIMS zu diagnostizieren? Also Fieber ist natürlich ein Symptom, was eben ganz häufig auftritt. Das haben Sie schon richtig gesagt und natürlich auch in anderen Zusammenhängen auftritt. Ich glaube, besonders sind die Bauchschmerzen. Da sollte man drauf achten. Und natürlich ist es so, ein Teil der Patienten hat die Infektion nicht mitbekommen. Aber ich würde mal sagen, ein Großteil der Patienten weiß es wahrscheinlich schon. Das heißt also, das Zusammenwirken von durchgemachter Infektion, lang anhaltendem Fieber und Bauchschmerzen, das würde mich schon hellhörig machen. Was ein bisschen ein Problem sein kann, ist, dass diese typischen Hauterscheinungen nämlich eher etwas später auftreten. Da kann man leider nicht viel drauf. Wie kommt es denn zu den Bauchschmerzen? Ja, die Bauchschmerzen, wahrscheinlich ist das auch eine Folge der Wirkung dieser Zytokine an den Blutgefäßen. Also die entzünden sich ja und man weiß es auch von anderen Erkrankungen, die so eine Blutgefäßentzündung, man nennt das auch Vaskulitis machen, dass das eben zu Bauchschmerzen führen kann, wahrscheinlich durch ganz kurz anhaltende Sauerstoffunterversorgungen, die man dann eben als Bauchschmerzen sich bemerkbar macht. Frau Ziesek, wir haben über Zytokine, über so Entzündungsbotenstoffe ja auch schon öfter hier im Podcast gesprochen. Wenn man das mal versucht, für den Laien einzuordnen, so eine Überreaktion, die da stattfindet, wie vergleichbar ist das mit dem, was wir an komplizierten Covid-19-Verläufen auch bei Erwachsenen kennen? Ist das was komplett anderes? Das klingt erstmal ähnlich, ne? Also wir haben ja auch diesen Zytokinsturm oder diese Ausschüttung von Zytokinen. Wir haben eine Entzündung der Blutgefäße, also einer bestimmten Zellart der Blutgefäße. Und das ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, beim PIMS der Fall, sodass es schon Parallelen gibt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt uns mal angucken, wie PIMS normalerweise verläuft,
Wir haben jetzt gesprochen über Kinder, die zu Ihnen kommen, ins Krankenhaus, auf die Intensivstation. Ist denn auch denkbar, dass, wenn man das vielleicht falsch einschätzt, dass das wie bei einer Infektion irgendwie von selber abheilt? Oder sind das fast immer dann doch relativ dramatische Verläufe? Aus meiner Erfahrung und das, was ich gelesen habe in der Literatur, ist es tatsächlich so, dass die Patienten eigentlich alle so schwer krank sind, dass sie eine stationäre Aufnahme brauchen. Man weiß natürlich nicht, was sozusagen im ambulanten Bereich passiert, aber es ist mir nicht bekannt, dass das so wäre. Wie wichtig ist es denn, dass die Fälle rechtzeitig zu Ihnen kommen? Kommen manche auch ganz spät, eben wegen der schwierigen Diagnostik? Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die rasch zu uns kommen, weil man sie gut behandeln kann. Das ist einmal die gute Sache an dieser Erkrankung. Wenn man die Diagnose einmal gestellt hat, gibt es, sagen wir mal, zwei Grundpfeiler der Therapie, die beide dieses überschießende Immunsystem behandeln. Das eine ist die Gabe von Immunglobulinen, also Antikörpern. Das andere ist die hochdosierte Gabe von Cortison. Es gibt so ein bisschen Uneinigkeit, sage ich mal, ob man jetzt sofort beides geben sollte oder ob man erst mit Immunglobulinen anfangen sollte und dann das Cortison geben. Wir für uns haben eigentlich so einen Algorithmus erstellt, dass wir die Immunglobuline geben, 12 Stunden warten und wenn sich keine Besserung ergeben hat, dass wir dann das Cortison geben. Wie schnell wirkt denn eine Therapie? Nicht nur mit den Antikörpern, sondern dann auch mit Cortison. Also wie schnell kann man die Patienten wieder in einen guten Zustand versetzen? Für uns als Intensivmediziner sehr schnell. Innerhalb von 2 bis 3 Tagen sieht man also eine deutliche Besserung. Es gibt eine Vergleichsstudie, die verglichen hat, nur die Gabe von Antikörper gegen Antikörper und Cortison. Und die haben sozusagen als Endpunkt sich angeschaut, wie lange haben die noch weiter gefiebert, die Patienten. Und die, die nur die Immunglobuline bekommen haben, haben noch 5 Tage gefiebert. Und die, die Immunglobuline und die Antikörper bekommen haben, noch 2 Tage im Mittel. Und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Patienten, die vorher wirklich, also zum Teil tatsächlich lebensbedrohlich erkrankt waren, sehr hohe Dosen an kreislaufunterstützenden Medikamenten benötigt haben, dass man diese Dosen innerhalb von 2 bis 3 Tagen eigentlich komplett nicht mehr gebraucht hat. Und da reicht auch kein Fieber von 38 Grad, sondern du sprichst eher von 40 Grad, ja, nehme ich an. Genau. Ja. Gibt es Langzeitschäden? Weiß man da schon was? Bisschen was weiß man auch aus dem deutschen Register, das wir haben. Dort steht, bei 7% erwartet man längere Schäden und andersrum gesagt, 80% wurden ohne Folgesymptome entlassen. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, es gibt Langzeitprobleme, die aber bei einzelnen Patienten auftreten. Das sind zum Beispiel Unregelmäßigkeiten bei der Periode, das sind Konzentrationsschwierigkeiten, das ist Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Wir haben von uns den 19 Patienten, die wir behandelt haben, 2 im Anschluss in eine Rehabilitationseinheit verlegt, weil wir schon dachten, die brauchen noch Training und die brauchen noch Förderung. Wir haben aber, weil wir eben das Krankheitsbild jetzt gerade erst kennenlernen, eine sehr engmaschige Nachsorge etabliert und gucken ganz genau hin. Also zum Beispiel bei den Patienten, die so sich präsentieren mit einem ähnlichen Verlauf wie bei einer Herzmuskelentzündung, da machen wir im Verlauf zum Beispiel einen Kernspin vom Herz, um einfach zu sehen, gibt es da einen Folgeschaden, gibt es da kleine Fibrosestellen, die sich eben vielleicht klinisch nicht bemerkbar machen, aber die im Langzeitverlauf möglicherweise ein Problem machen können. Haben wir bis jetzt aber Gott sei Dank noch keine schwerwiegenden Probleme gesehen. Es ist ein seltenes Syndrom. Wir haben das schon an den kleinen Fallzahlen gehört, die Sie uns genannt haben. Was wissen Sie darüber, wie häufig das weltweit schon aufgetreten ist, zumindest laut Meldezahlen und im Vergleich auch in Deutschland? Ja, also ich würde mal sagen, es liegt irgendwo zwischen einer PIMS-Erkrankung auf 1.000 bis 5.000 Covid-Infektionen. Irgendwo dazwischen wird es liegen. Also das ist selten, aber gibt noch viel seltenere Erkrankungen, muss man schon sagen. Und kann man denn schon abschätzen, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich noch zu früh, das zu sagen, aber inwieweit die Variants of Concern, also gerade die Variante aus Großbritannien, da einen Einfluss hat auf den Verlauf oder die Häufigkeit? Das ist eine sicherlich wichtige Frage. Ich
Ich kann, glaube ich, keine gute Antwort darauf geben, weil ich es nicht wirklich weiß. Ich habe keine, bis jetzt jedenfalls keinen Hinweis darauf gefunden, dass vor allen Dingen die B117-Variante das häufiger macht, aber da ist es vielleicht auch noch zu früh, das abschließend zu sagen. Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass in den USA ja auch viele Fälle aufgetreten sind und die Variante da noch lange nicht so prävalent ist wie hier in Europa. Also es ist eher die steigende Inzidenz, die Ihnen Sorgen macht und Sie sagen, in den nächsten Wochen könnten es wieder mehr werden? Das auf jeden Fall. Also wir rechnen damit, definitiv. Also wenn man sich zum Beispiel England als Vorbild nimmt, dann ist es so, dass ja Anfang Januar die zweite Welle in England besonders auf dem Höhepunkt war und ziemlich genau 4 Wochen später, Anfang Februar, es die meisten PIMS-Fälle gab. Da gab es, glaube ich, so um die 100 Kinder auf den Intensivstationen mit PIMS, verteilt auf ganz England. Am Ende kann man es ja wahrscheinlich gar nicht richtig auseinanderrechnen, weil die Mutante B117 ja hier schon übernommen hat, sozusagen, und ohnehin die häufigste ist. Viele Kinderärzte sagen jetzt, wir brauchen auch ganz dringend eine Kinderimpfung. Die gibt es ja noch nicht. Das ist auch der normale Verlauf der Dinge bei so Impfstudien, dass man nicht gleich mit den Kindern anfängt. Ich weiß zumindest von 2 Herstellern, die ja klinische Studien mit Kindern ab 12 Jahren oder Jugendlichen begonnen haben. BioNTech und Moderna, wenn ich das richtig sehe. Moderna hat ab 6 Monate sogar eine Studie jetzt in den USA und Kanada gestartet. Ah, das macht ja noch mehr Hoffnung für besorgte Eltern zumindest, wobei man muss gucken, was dabei rauskommt. Ja, genau. Zur Eindämmung der Pandemie ist das ja einleuchtend, aber es geht natürlich auch um das individuelle Risiko und wir haben es jetzt eben auch mehrfach gesagt, PIMS ist kein total häufiger Fall. Man muss sich also auch überlegen in der Abschätzung, weil bei Kindern doch auch schwerere Impfreaktionen zu erwarten sind, oder? Ja, das finde ich ganz schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt. Also ganz grundsätzlich würde ich definitiv auch eine Impfung begrüßen, weil ich finde schon, dass allein die Erkrankung des PIMS rechtfertigt, da präventiv zu handeln. Letztendlich brauchen wir die Studien, dass die uns sagen, wie gut wird eine Impfung vertragen und wie gut wirkt sie auch. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall begrüßen. Herr Dohner, abschließend, wenn Sie zurückblicken auf den Anfang der Pandemie, sind Sie anfangs eigentlich oder so in der Frühphase davon ausgegangen, dass Sie als Kinderärzte eine eher untergeordnete Rolle spielen würden in dieser für alle ja schwierigen Lage, weil Kinder eben von den schweren Verlaufen ja insgesamt weniger betroffen sind? Ja, definitiv bin ich davon ausgegangen. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass wir eine untergeordnete Rolle spielen. Wir haben unsere Rolle und wir wissen, glaube ich, auch durch globale Vernetzung mittlerweile sehr gut, sowohl was die akuten Infektionen angeht, als auch was die Folgekomplikationen angeht, welche Erkrankung Kinder und wie sie Kinder betrifft. Aber im Großen und Ganzen glaube ich das schon, dass wir eher eine untergeordnete Rolle spielen, ja. Das heißt, gerade weil wir jetzt ja diese wirklich schon schwere Erkrankung uns unter die Lupe genommen haben, würden Sie besorgten Eltern sagen, grundsätzlich kann man schon sagen, Eltern müssen nicht in Panik verfallen, wenn ihre Kinder jetzt zur Schule gehen? Nein. Erstens, wir kennen es mittlerweile gut, wir wissen die Symptome und wir können es gut behandeln. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich würde auf gar keinen Fall in Panik verfallen und sagen, oh Gott, auch unser Gesundheitssystem ist mit dem, was, sagen wir mal, zu erwarten ist, vielleicht an mehr PIMS-Fällen, kommt es absolut mit klar. Also da habe ich keine Sorgen. Und auch was die normale Infektion angeht, sagen Sie nach wie vor, Kinder sind eben weniger betroffen, also. Ja, auch da müssen wir genau hingucken. Mhm. Das tun wir auch. Auch da gibt es Berichte, dass es sowas Ähnliches vielleicht wie ein Long-Covid geben kann. Aber auch das scheint in einer deutlich niedrigeren Prävalenz, also deutlich seltener aufzutreten als bei Erwachsenen. Herr Dohner, dann sagen wir Ihnen ganz vielen Dank für Ihre Zeit heute und für die vielen Informationen, die Sie uns mitgebracht haben und weiter alles Gute für Ihre Arbeit. Ich bedanke mich. Ja, von mir auch. Vielen Dank.